Joa, Leute, da bin ich wieder. Die letzten zwei Hyperkisten des Blockadebrechers. Wir fangen gleich an. Nicht lange drum rumreden, gleich öffnen und glotzen, was wir hier so bekommen. Oh, hier haben wir schon mal gleich so einen Donnerschlag-Doppelkanone. Credit Regen. Wir schon 60.000 wieder auf dem Konto. Mensch, hier gleich noch ein Credit Regen. Oh, wir werden reich. 97.000 Credits. Und wir haben ein DLA 13 Blaster Gewehr. Das sieht doch schon mal wunderbar aus hier. Ersten vier Pakete. Oder waren das jetzt die vier? Ne, ersten drei Pakete. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, die ersten drei, das erste Fenster hier war frei, als ich die Hyperkiste geöffnet habe. Ja. So, das packen wir hier hin. Das da, das da. Ja, sehr schön. Das DLA-Gewehr, das ist immer gefragt. Weil es halt so ein Laservisier hat als Animation. Vielleicht sieht es ja jetzt so bugfrei aus. Nee, das ist immer noch buggy. In dem anderen Opening, da hat das auch gebuggt. Ich glaube, das liegt gerade am Charakter irgendwie. Und nochmal eine Donnerschlag-Doppelkanone. Ja, um euch das mal nochmal zu sagen, wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, 16 oder 18 oder 20, ich weiß es gerade nicht, Hyperkisten des Blockadebrechers geöffnet und wir haben kein einziges Mal den Gürtel und die Handschuhe von Revan gehabt. Die beiden Teile sind auch in so einem Extra-Paket einzeln, also die sind in so einem Extra-Rüstungspaket drinne. Und dieses Paket, das muss das seltenste Item überhaupt sein. Das ist so unglaublich selten. Wir haben das aus so vielen Hyperkisten kein einziges Mal drin gehabt. Also, da hat sich BioWare hier was richtig Feines ausgedacht, um uns zu trollen hier beim Öffnen. Hier nochmal so ein schweres Taktik-Interface, Scharfschützengewehr. Kommt hier hin. Und wir haben ein Ziost, Hüter, Lichtschwert mit den Blitzen, sehr schön, wunderbar. Das sind auch wieder, da klingelt die Kasse. Jo, Bonus, da haben wir in der ersten, ist das die erste Hyperkiste? Haben wir so viele Waffen raus? Ja, da haben wir die Hyperkiste schon wieder raus. Ich sag ja, die Blockadebrecher-Hyperkisten, die Waffe haben wir hier dreimal schon drin gehabt. Die Blockadebrecher-Hyperkisten sind schon sehr nice. Ne, sind ein bisschen besser als die Verbrecherboss-Pakete, die wir auch schon geöffnet haben. Aber es gibt noch bessere Pakete als Blockadebrecher. Da geht's dann richtig ab von den Items. Die öffne ich dann auch in Zukunft. Ich sag jetzt noch nicht, welche Pakete das sind. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr diese Videos weiter verfolgen wollt. Um euch ein Bild zu machen, dann bleibt dran. Falls ihr Ideen habt zu Openings, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich lese mir das gerne durch. Oh, das hat sich hier gleich richtig sortiert, hier diese mandalorianischen Eisen. War auch mal ein teures Handwerksmaterial. Mittlerweile gibt es ja höhere Stufen. Und nochmal diese Doppelkanone. Phantomhelm, ja, naja. Geht gerade nicht so viel. So. Die letzten Pakete.
des Blockadebrechers. Ich hoffe ja mal, dass dann auch mal andere Hyperkisten im Handelsnetz sind. Ich habe vorhin noch mal geguckt. Es gibt zurzeit wirklich nur Blockadebrecher. Ich weiß nicht, warum die Leute nur Blockadebrecher kaufen. Es gibt auch andere Sachen oben im Angebot, die sie verkaufen können. Weil die Pakete genauso viel Kartellmünzen kosten wie die anderen Hyperkisten. Unterkörperrüstung ist unterweise, das schmeiß ich mal weg. Die Oberkörperrüstung ist schon interessanter. Nochmal ein seltenes Pet. Was aber nicht selten ist, da wir es bestimmt auch schon 20 Mal haben. Jo, die Hyperkiste ist bis jetzt ernüchternd. Aber wir haben noch 10 Pakete. Bam. Credit Regen. Damit haben wir schon knapp 200.000 Credits wieder. Nur allein durch die Credit Regen. Damit kann man sich schon wieder eine neue Kiste kaufen, eine einzelne. Fast. Ja, so viel, was man hier wegschmeißt, das ist unglaublich. Und nochmal Credit Regen. Ja, jetzt haben wir jetzt. Davon kann man sich schon eine neue Kiste kaufen. Also eine einzelne, jetzt keine Hyperkiste. Und die letzten drei Pakete. Oh, Fernjäger Blaster Pistole. Ja. Ist ein bisschen was wert. Letzten zwei Pakete. Bäm, nochmal. Ey, diese Doppelkanone, die haben wir jetzt fünfmal gezogen. In zwei Hyperkisten fünfmal. Crazy. Und nichts. Ja, na gut. Das war's dann erstmal mit der Hyperkiste vom Blockadebrecher. Also dem Modell Blockadebrecher. Es gibt ja 7 Lieferungen mit 4 verschiedenen Paketen immer. Und ich weiß noch nicht, was ich in den nächsten Openings öffne. Das wird sich sehen, was angeboten wird. Ansonsten, yo, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt fresh. Bis dann.